Hallo zusammen, hier ist der Chef Uberboss und heute gibt es ein neues Video und zwar im Warhammer Age of Sigmar Universum beziehungsweise Warhammer Age of Sigmar Warcry Universum oder sogar Warhammer 40.000 Universum, weil hier diese coolen Dämonen von Nurgle, die mir meine Frau zum Geburtstag geschenkt hat, vielen Dank an dich Sabine, auf jeden Fall diese coolen Dämonen kann man für die drei Spielsysteme verwenden. Nämlich, ja, sogar eigentlich sogar vier. Warhammer Fantasy, Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40.000 und Warcry. Also von daher finde ich die richtig cool, diese Starting Collection Box von Demons of Nurgle. Und die Miniaturen finde ich auch sehr hübsch. Und vor allem hier hinten die Fliegeviecher, die sind richtig geil. Ich werde ein kurzes Bemaltutorial von hier den kleinen süßen Nurglings machen. Eins von den Blackbearers und natürlich nachher noch eins von den Seuchenreitern. Wir fangen aber als erstes einfach mal an mit den Blackbearers. Anhand von diesen vieren will ich euch das eigentlich zeigen. Nämlich, ich mache auch verschiedene Farben. Ich habe auch schon ein bisschen geübt. Und zwar habe ich nämlich geübt an diesen alten, das sind noch die alten Blackbearers, und zwar Zinnminiaturen. Die sind richtig schwer. Die hatte ich mir damals vor, weiß nicht, 25 Jahren oder noch länger, für meine Warhammer Fantasy Chaos Armee mal geholt, aber dann nie angemalt und ja, jetzt kann ich sie halt cool einsetzen für, ja, was auch immer. Wahrscheinlich werde ich noch ein extra Kontingent machen für meine Death Guard Armee, entweder zum Beschwören oder als, ja, zweites Kontingent, wie auch immer. Und außerdem will ich noch eine Warband für Warcry machen. Die sehen auf jeden Fall schon ganz cool aus. Man sieht natürlich, dass es ältere Modelle sind, aber schon auf den 32mm Bases sehen die auf jeden Fall schon ziemlich cool aus. Dann parallel habe ich natürlich noch mit Farben noch ein bisschen geübt, experimentiert hier mit den kleinen Nurglings. Das kann man eigentlich ganz gut machen, um einfach ein Gefühl zu kriegen, welche Farben man einfach verwendet für die Blackbearers nachher. Ganz so bunt will ich es nicht machen. Aber ein bisschen bunter als hier die von dem Cover Art will ich es schon machen. Das finde ich ein bisschen, also gerade die Nurglings sind ein bisschen lieblos, finde ich. Und folgende Farben braucht ihr für das Maltutorial. Das sind sozusagen erstmal die Grundfarben für die Haut. Das sind Kontrastfarben. Ihr könnt natürlich auch jede beliebige andere Acrylfarbe benutzen. Da ein bisschen Wasser dazu vermischen, sodass es relativ dünnflüssig ist. Und dann erzielt ihr einen ähnlichen Effekt. Ich finde die aber ziemlich gut, gerade jetzt hier für diese Blackbearers. Das sind natürliche Modelle, also mit natürlicher Haut. Von daher wirken da halt Kontrastfarben besonders gut. Also wir nehmen Blackbearers Flesh, Achelian Green, Militarum Green, Griffon Orange und Volupus Pink. Die vier sind hauptsächlich für die Hautfarbe, das da hier für die Farben von den Tentakeln und auch Wunden. Dann die letzten Kontrastfarben, die jetzt noch dazukommen, sind Skeleton Horde für die Klauen und Hörner, Wildwood, falls einer einen Banner trägt, und Snakebite Leather, ja, für irgendwelche Schnüre oder sonst irgendwas. Dann kommen jetzt nur noch normale Farben, Leadbelche, Blood Red, Skull White, Nullen Oil, Retributor Armor. Dann natürlich hier noch dazu Seraphin Sepia. Jetzt kommt nur noch zum Weathering. Ein bisschen verschönern von den Figuren. Haschut Kappa, Typhus Corrosion, Rüser Rust, Nihilak Oxide und schließlich Nurgle's Rot. Und nur noch für das Base. Das mache ich genauso wie alle anderen Warcry-Figuren zurzeit. Scryth Charger Grey und noch Abaddon Black. Das sind 22 Farben und wenn man sich den hier so betrachtet, das war mein erstes Testmodell jetzt von den neuen, sieht er gar nicht so bunt aus. Gut, natürlich muss man hier natürlich ein paar Farben abziehen, weil die habe ich ja hier nicht benutzt als Hautfarbe, aber ja,
Trotzdem sind für so ein kleines Modell dann doch relativ viele Farben. Wobei, einen Teil kann man natürlich weglassen, wenn man die Verwitterungseffekte nicht macht. Naja, ihr werdet es schon irgendwie schaffen. Und so habe ich mir überlegt, die Farben ein bisschen zuzuordnen. Der kriegt die Hautfarbe Militarum Green. Der hier Blackbears Flash. Den hier versuche ich mal ziemlich auffällig. Das ist der Anführer von denen eigentlich, von der eigentlichen Gruppe mit Arcalan Green. Und das da ist der Ober-Super-Anführer. Den werde ich wahrscheinlich nicht komplett Cool Found Orange bemalen, aber vielleicht so ein bisschen Mix, dass hier vorne dann irgendwie der Bauch dann mit dem Orange ist und hinten dann so ein bisschen grün. Mal gucken. Das ergibt sich dann. Die Farbe, gerade Kontrast Militar und Grün, muss richtig gut geschüttelt werden bis hier unten. Das Ganze, das hat sich so weiß abgesetzt, komplett weg ist. Dauert ungefähr eine Minute. Dann nehme ich einen Pinsel, einen alten, und gebe mir einfach ein bisschen. Okay, das ist jetzt nur eine Figur, das reicht völlig. Bisschen hier auf die Nasspalette. Wenn ihr natürlich mehr Figuren auf einmal anmalt, dann gebt ihr ein bisschen mehr dazu. Und dann nehme ich noch ein bisschen Kontrast Medium mit dem anderen Pinsel, richtig, so dass ihr euch das nicht versaut. Wenn ihr natürlich ein Pipette oder sowas habt, dann könnt ihr es auch damit machen. Und da jetzt einfach mal so auf die Menge 3 Tropfen plus das, was jetzt am Pinsel hängt, dazu. Dadurch wird die Farbe nicht ganz so fleckig, habe ich das Gefühl. Wobei man das jetzt bei den Miniaturen eh nicht so richtig sieht, weil es halt Haut ist mit vielen Falten und so. Das ist viel besser, als wenn das jetzt eine komplett glatte Fläche wäre. Und ja, jetzt können wir einfach anfangen. Ich habe jetzt einen kleinen Pinsel genommen. Das ist jetzt ein Redcrest Games 2.0er. Könntet ihr auch ein Fine Detail Brush nehmen von Games Workshop oder Army Painter. Damit geht es jetzt sehr gut. Und damit bemalen wir jetzt einfach die Haut und versuchen, dass wir größere Löcher, die haben ziemlich viele Löcher mit Wunden, wie jetzt hier vorne, die lassen wir aber aus. Könntet natürlich jetzt sozusagen das ganze Modell auch grün bemalen. Das wäre auch kein Problem und dann einfach dann über die Wunden und so mit drüber malen. Ich finde aber, das gibt nicht das gleiche Aussehen, wie es nachher aussieht, wenn man das hier sozusagen freilässt von grün und dann da mit rosa drüber geht. Ich versuche es immer abschnittsweise zu bemalen. Jetzt habe ich hier die Beine bemalt und jetzt kommt hier der Bauch. Also nicht einfach wild drüber waschen. Sondern gezielt übergehen. Und da sieht man sehr schön, läuft jetzt hier die Kontrastfarbe schön in diese Vertiefung hier rein, in die Speckfalten, wie auch immer. Das gleiche könnt ihr erzielen mit einer verdünnten Basefarbe. Ja, und das lassen wir alles aus sozusagen und gehen jetzt hier ganz locker hier so drüber. Das gleiche machen wir natürlich hier mit den Armen und dann mit dem Rücken analog. Ja, und so sieht er dann fertig mit der Grundfarbe gemalt aus. Und am besten jetzt so waagrecht trocknen lassen und eine andere Figur bemalen. Und wenn ihr jetzt zu viel von der Farbe hier auf der Nasspalette noch habt, könnt ihr es machen wie ich. Einfach einen Pinsel in großen nehmen und zurück ins Töpfchen. Dass die jetzt ein bisschen verdünnt ist, ist überhaupt kein Problem. Verdünnt halt die Farbe insgesamt noch ein bisschen, aber wir wollen die eben immer ein bisschen verdünnen. Und da sieht man, kriegt man fast alles zurück und spart so auch noch Farbe. Und die Restfarbe auf der Nasspalette, wenn man sie nicht mehr braucht, gerade ein bisschen Wasser drauf, ein bisschen ein Stück Küchenpapier nehmen und einfach so ein bisschen abreiben. Die sieht jetzt schon wild aus, die Nasspalette, habe ich aber jetzt auch schon, ups, da ist noch mehr Farbe. Die ist schon älter, habe ich auch schon lange in Benutzung. Also die habe ich, glaube ich, jetzt schon 3 der 4 Mal abgewaschen und die kann man immer wieder einsetzen. Finde ich ziemlich cool. Und als nächstes nehmen wir jetzt hier für diesen Icon Bearer, also
also Bannerträger, die Farbe Contrast Black Beer Flash. Das ist jetzt übrigens die Farbe, die der Großteil von meinen Black Beers bekommen. Auch eine ziemlich coole, eklige Farbe, die genau zu den Black Beers passt. Ja, wie auch bei dem anderen, einfach hier so die Hauptwunden auslassen und ansonsten ist es analog. Und fertig sieht der coole Kerl so aus. An manchen Stellen kann man auch ruhig mehrmals drüber gehen, jetzt hier gerade bei der Wirbelsäule. Und dann lässt man es aber auch so jetzt trocknen. Und das gleiche machen wir bei diesem Typ hier mit Contrast Arcalian Green. Was eigentlich blau ist. Hier gehen wir über den ganzen Bauch drüber. Die Pusteln, die können wir nachher nochmal mit Gelb malen. Und mit ein bisschen Kontrast Medium verdünnt, gibt es echt eine sehr, sehr coole Farbe, finde ich. Anders als Türkis, irgendwie nochmal doch ein bisschen blauer. Und so sieht jetzt der Champion aus. Das hat mir so gut gefallen, dass ich hier diesen Oberchampion auch in blau bemalt habe. Also, es fällt also weg, Crewfound Orange. Das, sozusagen haben wir jetzt nur hellgrün, grün und blau. Ich denke auch, das ist in Ordnung. Draußen regnet es mal wieder. Das reicht jetzt eigentlich auch mit dem ganzen Regen. Es könnte ruhig öfters mal wieder Sonne scheinen. Aber zumindest malen kann man ganz gut. Und zwar nehme ich als nächstes Contrast Skeleton Horde. Und damit bemalen wir ganz locker alles, was Hörner oder Zähne oder sowas ist. Und bei dem großen Anführermodell machen wir genau das gleiche. Da ist halt nur ein bisschen mehr Horn zu bemalen. Und wenn man vorher alles freigelassen hat, dann geht der Schritt auch echt einfach. Und wenn das Skeleton Hort gut getrocknet ist, dann nehmen wir Contrast Volupus Pink mit ein bisschen Contrast Medium gemixt. Und damit bemalen wir hier alles, was jetzt hier so raushängt, was noch nicht bemalt wurde. Wenn man das vorher natürlich übermalt hat mit Grün, dann kommt der Effekt nicht so cool rüber wie jetzt. Das sieht jetzt richtig cool aus. Und das gleiche machen wir hier im Maul auch. Nicht die Zähne, aber die Zunge. Und hier das Innenteil vom Maul. Und das müssen wir jetzt unbedingt so trocknen lassen. Und bei dem Charaktermodell hier, da ist es natürlich richtig viel. Hier ist jetzt so ein bisschen blau mit dabei. Da habe ich ein bisschen drüber gemalt, ist aber nicht so schlimm, finde ich. Wenn nicht, kann man es auch später nochmal ausbessern. Oder ihr bessert es halt vorher aus. Das ist schon ein bisschen eklig, aber sieht gut aus. Und das gleiche machen wir hier bei der Zunge. Und wer will, könnte jetzt hier diesen Squeak, sage ich schon, den Nörgling auch so malen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich den jetzt rosa mache oder grün oder wie auch immer. Genau, das sieht richtig cool aus. Das mache ich jetzt bei allen so. Als nächstes nehmen wir Contrast Wildwood und zwar für Holz. Das gibt es jetzt eigentlich nur bei den Standartenträgern. Und auch mit ein bisschen Medium verdünnt bemalen wir dann das Holz. Am besten dann auch so waagrecht dann trocknen lassen.
Für zum Beispiel Haare oder auch Schnüre oder sowas nehmen wir Kontrast Snakebite Leather. Also der hat jetzt hier keine Schnüre, der hat aber hier so Haare. Und die malen wir jetzt einfach halber einfach alle in der gleichen Farbe. Und die Köpfe, die habe ich übrigens auch mit dem Voluptuous Pink bemalt. Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Mit Blood Red habe ich bei allen hier noch so ein Auge reingemalt. Das zeige ich jetzt aber nicht. Und danach kann man mit Uriel Yellow noch die Pusteln bemalen. Das zeige ich jetzt hier gerade bei dem. Der hat jetzt hier so riesige Pusteln und zwar auch drei Stück. Das ist ja die Zahl des Nörgel. Und da gehen wir einfach hier nur so ganz locker drüber. Dann hat er hier noch so kleinere. Müsst ihr nicht alle bemalen, aber ein paar sieht immer ganz gut aus. Ich finde auch das Blau mit dem Gelb, das sieht immer ganz okay aus. Oder? Ja. Als nächstes nehmen wir die Farbe Lead Belcher und bemalen damit die Schwerter hauptsächlich. Und wenn sie irgendwelche anderen Sachen haben, kann man die auch noch mit bemalen. Wobei zum Beispiel Glocken oder sowas, die machen wir nachher mit Retributor Armor. Also Gold. Ein bisschen Wasser verdünnt und dann gibt es auch eine schöne Schicht. Und von der anderen Seite machen wir es genauso. Das sieht jetzt am Anfang gar nicht so dämonisch aus, aber das werden wir noch ein bisschen bearbeiten. Und beim Bannerträger oder beim Icon Bearer, da bemalen wir hier oben auch das ganze Banner mit Lead Belcher. Die Glocken, wie gesagt, die lasse ich mal so. Die werde ich danach mit Gold bemalen. Während das Leadbelcher trocknet, nehmen wir die Farbe Retributor Armor, also ein schönes Gold. Und damit bemalen wir jetzt einfach hier diese Glocken. Mit ein bisschen Wasser verdünnt, gibt es eine ganz tolle dünne Schicht. Und das gleiche mal hier auch bei dem Chef. Der hat hier nur so kleinere Glöckchen. Und noch die große hier oben. Und so kriegt man das ganze Modell, obwohl es ziemlich überladen aussieht, nach und nach bemalt. Als nächstes nehmen wir den Shade Nullenoil und waschen damit sozusagen das ganze Metall. Das Gold machen wir nicht damit. Bei dem ist jetzt auch nur die Glocke. Die waschen wir dann mit Grün von Sepia. Und ihr könnt auch ruhig einen größeren Pinsel dazu nehmen. Für die Fläche ist der jetzt ein bisschen klein. Schön auch hier in die Augen rein. Und das gleiche machen wir auch hier mit den Schwertern. Das geht echt rasend schnell und hat mir echt schnell auch so einen Zehnerdruck dann auch bemalt. Und natürlich die andere Seite nicht vergessen. Und den würde ich jetzt so trocknen lassen. Und wenn das Nullenoil einigermaßen getrocknet ist, nehmen wir noch Seraphin Sepia für das Gold. Und damit bemalen wir dann einfach zum Beispiel hier die Glocke und lassen die dann auch gut trocknen. Und bei dem hier gibt es ja die große Glocke hier und dann noch zwei kleine. Wenn alles gut getrocknet ist,
Dann sieht es eigentlich schon ziemlich cool aus. Wer das Schwert aber noch ein bisschen ekliger machen will, der nimmt als nächstes Bietenkopper oder Haarschutkopper oder irgendeine metallische Kupferfarbe. Und mit einem kleinen Trockenbürstpinsel, den wir jetzt an manchen Stellen, nicht überall, einfach hier so ein bisschen drüber. Und auf der anderen Seite genauso. Und das sieht eigentlich ganz cool aus. Und das gleiche machen wir auch hier bei dem großen Icon. Ganz locker hier so über die Totenköpfe und ein bisschen über die Ränder. An manchen Stellen ein bisschen härter aufdrücken, an anderen ein bisschen weniger. Und dann sieht das richtig cool aus. Und auf der Rückseite machen wir das natürlich auch. Und bei dem großen Anführer machen wir das auch. Hier unten über diese Dämonenfratze. Hier auch nochmal. Und ein kleines bisschen hier nach oben. Und wer jetzt noch ein bisschen Lust hat, kann nochmal das Metall mit ein bisschen Akrax Earthshade waschen. Das muss auch nicht überall sein. Kann erst also nur hier unten sein, ein bisschen nach oben auslaufen. Und das sieht eigentlich dann schon top aus, wenn es getrocknet ist. Der anderen Seite machen wir es genauso. Nach oben ein bisschen auslaufen lassen. Fertig. Und das gleiche machen wir hier beim Banner. Einfach an manchen Stellen so ein bisschen drüber gehen. Das ist völlig optional. Wenn es euch vorher schon gefallen hat, dann lasst es einfach. Die Bemalung ist jetzt eigentlich abgeschlossen. Wir haben jetzt noch keine Verwitterungseffekte gemacht. Die machen wir optional gleich noch. Und ich habe jetzt noch, was ich nicht mehr gezeigt habe, gerade bei den Hörnern und Krallen, manche Stellen, also die erhabenen Stellen, nochmal mit Rathbone, mit ein bisschen wasserverdünnt nachgezogen. Das sieht man jetzt hier oben so ein bisschen am Horn. Bei ihm sieht man es jetzt hier noch ein bisschen mehr. Ist auch nur optional. Sieht einfach nochmal ein bisschen besser aus. Und bei dem jetzt hier habe ich auch nochmal die Kanten mit ein bisschen helleren Blau nochmal so ein bisschen akzentuiert. Gefällt mir jetzt noch ein bisschen besser, als nur den Kontrasteffekt zu haben. Wie gesagt, das ist optional. Also hier gerade so die Rissstellen, hier diese Kanten. Die habe ich nochmal nachakzentuiert. Und bei dem hier habe ich zum Beispiel die Zähne in dem Maul, im Bauch auch nochmal mit Rathbone nachgezogen. Wer jetzt noch Lust hat, der kann noch ein paar Verwitterungseffekte anfügen. Und zwar mit dem Technical Typhus Groschen. Und das fügen wir natürlich nur an den Metallteilen an. Auch nicht zu viel. Weniger ist immer mehr. Also ich mache das meistens bei den Verbindungsstellen und nehme dafür einen ziemlich kleinen Pinsel und bringe das dann so locker hier auf. Und das muss dann super gut trocknen gelassen werden. Und das gleiche können wir natürlich hier bei den Schwertern auch machen. Auch nicht zu viel. Ich mache es nach oben hin auslaufend und hier unten so ein bisschen. Und das mache ich natürlich von beiden Seiten. Wenn alles gut getrocknet ist, dann nehmen wir die Dry-Farbe Rüsserrust und mit dem Trockenbisspinsel gehen wir jetzt an manchen Stellen über das Typhus-Groschen. Und das ist jetzt so ein bisschen bröckelig getrocknet und dann sieht es ziemlich cool aus. Ja, wenn man nicht so viel sieht, nimmt man einfach ein bisschen mehr. Und hier am Schwert sieht man ein bisschen mehr. Da kann man auch ein bisschen fester aufdrücken. Und das sieht dann wie ein leichter Rosteffekt aus. Und hier bei diesem Boss, da sieht man es natürlich noch ein bisschen besser. Da habe ich ein bisschen mehr Typhus-Groschen aufgetragen. Und das sieht auch aus wie eine richtige Black Weapon. Von der will ich nicht getroffen werden. Und wer immer noch nicht genug hat,
Der kann jetzt noch die Technical-Farbe Nihilak Oxide nehmen. Und damit machen wir noch ein paar ganz kleine Verwitterungseffekte. Am besten auch nicht zu viele, damit es nicht überladen aussieht. Das Base habe ich oben mit Contrast Grief Charger bemalt und die Seiten dann nochmal mit Abaddon Black. Und zwar sind es zwei Schichten, die erste ohne Wasser, die zweite mit ein bisschen Wasser verdünnt, damit es dann gut aussieht. Und genau, jetzt ist die Figur eigentlich einsatzbereit. Und ich finde, die sehen ziemlich cool aus. Also ich bin sehr zufrieden mit der Bemalung, relativ einfache Bemalung, trotzdem sehen sie ziemlich schön aus. Und auch nicht so bunt, finde ich, oder? Was meinst du? Ja? Mhm. Welcher gefällt dir am besten? Ich finde den in der Mitte am besten. Echt? Ja. Ha. Okay, mal kurz. Ach, guck mal, wie cool. Kann man hier noch so zusammen machen. Das ist natürlich cool. Ups. Ja. Die anderen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stück, 7 Stück habe ich eigentlich nur grün und gelb bemalt. Und ja, dann ist es auch wirklich nicht zu bunt. Ich zeige es auch nachher nochmal alles zusammen. Jetzt werden sie noch gemattlackt und danach werden die noch ein bisschen, mindestens am Base und an ein paar Stellen noch ein bisschen mit Nurgle's Rod, weil das muss man ja einsetzen, wenn man Nurgle-Dämonen bemalt, verschönert. Auf dem Blech hier habe ich die ganzen Miniaturen jetzt gemattlackt. Und das Gute ist, die habe ich ja schon nach dem Zusammenbau auch schon direkt magnetisiert. Und so kann man natürlich die auch sehr gut handhaben dann beim Mattlacken. Ein weiterer Vorteil von dem Magnetisieren ist natürlich, dass die hier auf diesem Painting Handle gut drauf passen. Den benutze ich eigentlich zum normalen Malen jetzt nicht, weil davon habe ich nur einen. Normalerweise habe ich hier diese kleinen alten Farbtöpfe. Jetzt aber für den letzten Schliff setze ich die jetzt einfach hier auf diesen Painting Handle, weil zum Mattlacken musste ich ja die eh alle abmachen. Und jetzt werden wir als erstes mal mit dem Technical Art Coat, Hard Coat, also Glanzlack, werden wir jetzt einfach hier diese ziemlich ekligen Gedärme, die da aus dem aus dem Blackbearer Anführer rausquellen, damit noch bestreichen. Bemalen kann man es ja nicht nennen, damit die nachher, wenn sie getrocknet ist, schön glänzen. Der Rest bleibt matt und dann sticht es schön hervor. Gleich machen wir hier mit der Zunge eigentlich alles, was pink ist. Und wenn der Glanzlack einigermaßen getrocknet ist, nehmen wir noch das Technical Nurgle's Rod. Ja, da kann man auch nochmal hier so ein bisschen reingehen, wenn man Lust hat. Das ist ein Blackbearer, hat in den Innereien, glaube ich, ziemlich viel Seuchen. Ziemlich viel Nurgle's Rod. Das machen wir einfach hier so dick rein. Und das kann dann von sich aus irgendwo noch hinlaufen und vermischt sich noch ein bisschen mit dem Glanzlack. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich finde das immer ganz cool. Und wir machen hier noch so ein bisschen an die Füße. Überall, wo der hinstapft, hinterlässt er nur Fäulnis und Schleim. Das sind die Nörgeldämonen. Also ihr seht, ihr könnt euch da ziemlich auslassen. Aber auch hier macht nicht zu viel. Das könnte nachher ein bisschen kacke aussehen. Und das war's auch schon wieder beim Chef Oberboss. Das kurze Bemaltutorial hier zu meinen Dämonen des Nurgle. Hier die Blackbearers, die ich für
verschiedene Systeme auch einsetzen werde. Für Warcry, für Age of Sigmar, für Warhammer 40.000 und vielleicht auch für Warlords of Erewhon. Mal gucken. Mir gefällt die Bemalung sehr gut. Gerade im Einheitenverbund sieht es auch ein bisschen schöner aus als das Original Cover Art. Das sieht ein bisschen eintönig aus, muss ich sagen. Aber das ist natürlich Geschmackssache alles. Ich finde, das sieht jetzt so echt schön aus wie Nurgles Garten. So ein bisschen bunt, ein bisschen faulig. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Tipp mitgenommen. Und ich würde mich über euer Feedback freuen, über einen Daumen hoch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Chef Uwe Boss. Macht's gut. Tschüss.